Mini ist eine merkwürdige Marke. Bei uns beträgt der Marktanteil zwar nur 1,3%, aber der Mini hat besonders loyale Fans. 1959 wurde der erste Mini in England gebaut, eine Ikone. Genau 60 Jahre später will die legendäre Automarke jetzt eine neue Ära einläuten. Ein Hallo aus dem Hafen von New York City. Ich stehe hier vor dem ersten rein elektrischen Mini, dem Mini Cooper SE. Obwohl, ich muss mal kurz nachdenken, da war doch irgendwas. Wir müssen, glaube ich, mal in unser Archiv steigen. So, jetzt hat also auch BMW sein Elektroauto. Und welche Marke würde da besser passen als der Mini? Ein Mini E wird es allerdings nie geben und das ist eigentlich schade. So kann man sich täuschen. Keine 11 Jahre später und den elektrischen Mini gibt's doch. Mini Cooper SE. Wir können ihn hier in Brooklyn auf der Rennstrecke der Formel E fahren und gucken, wie sich die 183 PS, die 135 kW anfühlen. Der Antriebsstrang kommt aus dem BMW i3S. Mini geht ein bisschen auf Nummer sicher, setzt auf bewährte Technik, auch auf das bewährte Design. Es gibt hier nur so ein paar Akzente, die zeigen, dass es ein Elektroauto ist. Da muss man aber schon mal zweimal hingucken. Auch die Batterie ist ein bisschen kleiner, als es heutzutage Standard ist, also nicht mal 33 kWh. Das führt dazu, dass die Reichweite so zwischen 235 bis 270 Kilometern sich bewegt. Wenn man das Auto so fährt, wie man es fahren soll, nämlich so wie BMW und Mini es möchte, knackig, schnell, dann geht die Reichweite sicherlich unter 200 Kilometer. Aber wir können jetzt hier mal auf der Rennstrecke genau das machen, nämlich schnell fahren und schauen, wie sich die 183 PS oder 135 kW dann so anfühlen. So, weiter geht's, zweite Runde. Ich fahre jetzt mal im Green-Modus. Das ist der Öko-Modus. Der ist jetzt eigentlich für diese Rennstrecke gar nicht gedacht. Aber das Auto ist ja ein Stadtauto und da sollte man ja schon mal vielleicht auf Green schalten und sparsam fahren. Und ich kann sogar hier nochmal auf Green Plus schalten. Und das merkt man jetzt auch gleich. Da habe ich nämlich gleich Probleme, meinem Vordermann zu folgen. Also für die Rennstrecke nicht geeignet, aber für die Fahrt zum Bäcker in der Stadt schon. Aber ich schalte jetzt mal wieder hoch auf Sport, denn das macht hier auf der Rennstrecke natürlich ein bisschen mehr Spaß. Merkt man auch sofort. Ich kann jetzt auch an einem anderen Schalter die Rekuperation, also die Bremsenergierückgewinnung einstellen. Ich habe jetzt eine leichte Energierückgewinnung und habe jetzt mal auf hohe Rekuperation gestellt und das merkt man auch sofort, wenn ich vom Gas gehe oder vom Fahrpedal gehe, dass der Wagen sofort stärker verzögert und mehr Energie zurückgewinnt. Ich stelle jetzt mal wieder auf normale oder niedrige Rekuperation, damit ich meinem Vordermann jetzt hier auch in den Kurven ein bisschen folgen kann. Aber man sieht, es macht riesig Spaß, dieses Auto zu fahren im Sportmodus. Und es ist in der Tat dieses Go-Kart-Feeling deutlich zu spüren. Die Frage ist natürlich, wie man das nachher im Stadtverkehr erleben kann. Aber heute sind wir mal hier und genieß mal die Fahrt hier auf diesem engen Rennkurs in New York. Immerhin, so geht Fahrspaß ohne lokale Emissionen. Schneller als 150 Kilometer pro Stunde kann der E-Mini allerdings nicht. Muss er aber auch nicht, denn er ist schließlich kein Reise- oder Langstreckenauto. So, der Helm ist runter, aber der Fahrspaß, der hält noch ein bisschen nach. Denn das hat wirklich Spaß gemacht, mit diesem Auto über diese knackige, enge Rennstrecke zu fahren. Wie das für die Kunden sein wird in den Großstädten nächstes Jahr, das wird sich zeigen, wenn der Wagen dann für 32.500 € aufwärts zu kaufen sein wird. Und da ist er auch, der kleine Haken. Auch der Mini Cooper SE bleibt ein teurer Zweitwagen. Aber Schritt für Schritt werden bei Mini ja in Zukunft alle Modellgenerationen elektrifiziert. Dann vielleicht auch mit etwas mehr Mut, Innovation und Konsequenz.